wir sind in der Ökonomie der Menschlichkeit und ich habe jetzt ein, zwei Minuten ganz ein berührendes Gespräch mit Barbara Rettenbacher gehabt und es geht ja immer darum, wo geht die Wirtschaft hin, wo gehen wir als Menschen hin und es geht um die unterschiedlichen Perspektiven. Liebe Barbara, was ist denn für dich die Ökonomie der Menschlichkeit? Die Ökonomie der Menschlichkeit ist für mich das Natürlichste, was eigentlich der Mensch an sich mitbringt. Also sprich ja die Natürlichkeit, der natürliche Umgang, dieses Miteinander, dieses Fördern, dieses Wir und dass man auch zueinander geht, also dass man aufeinander zugeht. Und Ökonomie der Menschlichkeit ist etwas, wo ich auch schaue und vor allem auch dieser Satz, dient es jetzt wirklich dem Leben? Dient es der Erde? Dient es den Menschen? Ist es wirklich auch vom Göttlichen her so gedacht, dass das gut ist für uns alle? Also das ist so diese Grundsätze oder Grundschwingungen, möchte ich schon sagen, die Ökonomie der Menschlichkeit mit sich bringt. Und so wie es ich jetzt auch für mich erlebe, als medial veranlagte Persönlichkeit, ich sehe einfach, dass die Ökonomie der Menschlichkeit genau jetzt so richtig beginnt, weil eben die Unternehmen und die Ökonomie der Menschlichkeit in alle Unternehmen eingehen wird oder übergehen oder heraus oder hervorgehen wird wieder. Weil man einfach merkt, dass Werte abgehen, dass einfach in der Gesellschaft diese Werte abgehen. Und jeder Mensch sehnt sich einfach nach dieser Freiheit und Lebendigkeit und nach dieser Zuwendung und auch, dass man gesehen wird, aber auch gleichzeitig, dass man sein Potenzial leben kann. Und das alles sieht ja eigentlich in der Ökonomie der Menschlichkeit. Also es ist ein riesengroßes Schwingungsfeld für mich, wo man auch im unternehmerischen Sinne sich in einer Vielfalt erhöhen kann, anheben kann, aber anheben ins Herz, also in die Herzlichkeit, in die Natürlichkeit und in diesem Zusammenwirken. Also das sind so meine Grunddinge, die ich einfach da wahrnehme und wo ich auch merke, es ist aktuell einfach wirklich die Sehnsucht, wenn ich es jetzt einmal im Wortwahl der Menschen so treffen darf, also dass es sich verändert, dass man einfach merkt, okay, ich bin nicht mehr in dieser Sehnsucht, sondern ich bin in dieser Fülle wieder drinnen, in dieser Begegnung drinnen, in diesem, wo ich merke, ich bin nicht allein, sondern ich bin wirklich getragen in ein Feld von Menschen, von Unternehmen. Also das ist einfach was Wunderschönes, wenn man ein Miteinander wirken hat. Und das sehe ich einfach auch sehr stark in Ökonomie der Menschlichkeit. Also wo man miteinander ist, und nicht gegeneinander, wo man sich freuen kann, wenn jemand Erfolg hat. Also wo auch dieses Wort Freude-Erfolg für mich ganz stark jetzt im Feld auch mitschwingt. Und das sind jetzt einfach so ja lichtvolle Blicke, die ich einfach jetzt auch da sehe, die jetzt beginnen und wo die Zeit jetzt überreif ist, dass wir alle mitwirken dürfen in der Ökonomie der Menschlichkeit. Die gemeinsame Kraft, die dadurch entstehen kann, die ich also spüre, weil ich jeden Tag damit zu tun habe, die gilt es einfach aufzubauen. Ich glaube, wir dürfen auch wieder Freude fühlen, das darf einfach Spaß machen und merke aber dennoch, dass viele Unternehmer zwar was ändern wollen, aber irgendwo die Kraft nicht haben, jeden Tag das Gleiche wiederholen, aber andere Ergebnisse schaffen wollen. Was wäre der entscheidende Punkt, zu sagen, ja, jetzt mache ich mir ein Glas Bier auf Sekt, ich feiere jetzt und registriere mich bei der Ökonomie der Menschlichkeit und zeige mich. Also ich höre so oft, ja, so wichtig machen und bin ich so gut. Also auch den hohen Anspruch und die Menschlichkeit ist und die Freude ja ganz was Natürliches. Was könnte da ermutigend wirken, dass einfach um den entscheidenden Schritt geht, ich registriere mich, bin in einem Energiefeld dabei, wo es dann einfach leichter wird, wo wir uns ergänzen, wo wir uns nähern, weil die kleine, mittlere Wirtschaft in Österreich hat ja ganz eine große Kraft, aber die gemeinsame Erkennung wäre eben die Ökonomie der Menschlichkeit. So, was war der Punkt zur Ermutigung? Mach jetzt, es geht ums konkrete Tun. Ja, da geht es um ganz einen klaren Hinweis und es geht um das, dass man sagt, okay, ist es jetzt für mich wirklich wichtig, dass ich der Teil bin, der da mitwirkt, diese Welt tatsächlich
in diese Menschlichkeit zu erleben und auch zu gestalten. Und möchte ich selber wirklich diese Menschlichkeit leben? Das sind Grundbedürfnisse, und wenn ich dem Raum gebe und auch innehalte und sage, ich setze jetzt alles dran, dass ich für mich diese Menschlichkeit in erster Linie lebe und diese Natürlichkeit und auch diese Freude, dann öffnet man ja schon den Raum und auch die Entscheidung, dass ich das mache. Aber es geht tatsächlich, dass man sich von nichts mehr ablenken lässt und dass dieser Wunsch vordergründig da ist in sich und dass man sagt, der ist mir so wichtig, diesen Samen, den habe ich zwar vielleicht schon gesetzt, aber ich habe den noch nicht gegossen und der ist bei mir jetzt noch nicht aufgegangen, weil ich mich ständig ablenke. Und diese Entscheidung ist etwas, ja, wenn man das einmal weiß, um was es wirklich geht oder auch spürt, dann will man gar nicht mehr anders. Man will einfach wirken in der Menschlichkeit, in der Natürlichkeit, in der Freude. Und dazu bedarf es einfach, ja, das Gefühl und der Wunsch und auch die Absicht und eine klare Entscheidung in erster Linie zu sich selber und somit da zum Außen. Das passiert ja dann automatisch. Also einen Kreislauf zu schaffen, mal intern, der einfach nach außen wirkt, die verändert mich und ja, habe mehr Streukraft zu Kunden, zu allen Beteiligten. Und das war ja ganz wesentlich dein Impuls, vielleicht abschließend, Barbara. Das sichtbare Zeichen am Unternehmen, wenn man da reingeht, ist eine A3-Logotafel. Und diese Logotafel, was macht die? Wenn die drauf ist, es kommt der Kunde, was nimmst du da wahr, was die vermittelt? Also es geht ja um das, dass das einfach eine Symbolik ist, oder beziehungsweise es ist nicht nur eine Symbolik, sondern es ist eine Kraft, ein Wirkfeld, wenn man sowas an sein Haus, an sein Gebäude, an seine Firma, wie auch immer, anbringt. Und die Menschen spüren das. Wenn man da eintritt, spürt man, ah, da geht es um Menschlichkeit. Da wäre ich als Mensch willkommen, da bin ich auch in der Freude willkommen, da bin ich mit meinem ganzen Sein willkommen. Es ist ein anderes Feld. Also diese Symbolik macht tatsächlich eine andere Schwingung, eine andere Energie auf. Man könnte fast sagen, es ist eine Toröffnung oder ein Portal, wie immer man das jetzt im energetischen Sinne nennt, das einfach eine Wirkung macht, eine unbewusste Wirkung macht. Es ist nicht immer so, dass die Menschen jetzt vielleicht hinschauen und ganz bewusst das bemerken, aber es macht auch unbewusst und natürlich auch bewusst das Feld auf für Menschlichkeit. Und das ist schon was großartig, wenn man das weiß, dass eben ja, so eine Tafel so eine hohe Schwingkraft hat und Wirkkraft hat. Ich zeige eigentlich so auch meinen eigenen Wert. Es ist also ein gewisser Selbstwert. Und was dir und den Thomas und unserem Team ja wichtig war, ist, dass das eine sehr hochwertige Tafel ist, dass das Handarbeit ist und dass das richtig in dem Sinn was macht und da der Mensch in dem Sinn zum Ausdruck kommt. Genau, genau, genau. Und das macht tatsächlich was, weil ja die, also jetzt wieder von der energetischen Sicht betrachtet, die Seele der Ökonomie, der Menschlichkeit, das ja vom Göttlichen auch gewollt ist, dass jetzt die Unternehmen wieder in der Freude leben und nicht so sehr in diesem ganzen Bemühen und etc., was einfach ja jetzt war. Das ist ja in diesem Logo praktisch ja auch drinnen. Das ist einfach da enthalten, was diese Seele, diese Ökonomie der Menschlichkeit macht in der Welt. Also die strahlt es förmlich raus. Und wenn das natürlich unzählig viele Menschen anbringen, wird man immer wieder erinnert und immer wieder angestoßen, um was es wirklich geht. Ist wunderschön. Menschlichkeit verbindet ja. Es geht wieder, dass wir als Gesellschaft wieder zusammenkommen, aus der Wertung gängend. Und das ist das, was mich auch so berührt und motiviert, wo ich mir denke, wir haben alles in der Hand, wir haben so einen tollen Lebensraum und das darf jetzt richtig wieder Freude machen. Und Freude ist ja unser gemeinsames Anliegen. Und heuer manifestiert sich das und wir freuen uns drauf. Und Barbara, danke, danke auch für deine Impulse. Das ist so wichtig, auch die Wahrnehmung reinzubringen. Und dass man sie eben vom Gefühl in dem Sinn leiten lassen. Und das wird dann ein ganz wunderschöner Raum. Vielen, vielen Dank und wir wirken weiter. Von Herzen gerne, Georg.